Die Carla holen die. Glückwunsch. Das war soeben der 9. Level von der Athletik. Und wenn ihr mich recht erinnert, hat der Carl schon einige perfekte erfinden. Da ist er perfekt. Und in der Kampfkunst. Also Großmeister. Und da kann man bei der nächsten Aufnahme vielleicht noch Kino fahren, gell? Und ein Turnier starten. Level 4 beim Kochen. Die Jenny, jawohl, weißt du. Jetzt kann es wenigstens kochen, gell? Bleibt nicht da schön. Der Huberto schläft und sie liegt daneben und liest. Aber sag mal, Carla. Magst du nicht was essen? Du und der Willi. Er schläft. Da. Mamu. Ja. Sie kann jetzt was Frühstück zubereiten. Um 5 in der Früh. Es gibt halt Waffeln. Im neuen Ofen. Was Limonen im Pfannkuchen. Schau dir immer. Na schön. Zubereitet von Jenny. Was ist denn das da schön? Die Katzen haben soeben den neuen Bohnen eingeweiht. Voll geschissen. Roberto. Montag. Oh, der hat dann seinen ersten Schultag. Ja, bist du müde, ha? Schau mal, putz es weg. Leg das, macht schon. Jetzt müssen wir schauen wegen meiner Aufgaben. Sprich mit James, um diesen Teil der Gelegenheit abzuschließen. Ach so, der James Braddock. Der Kriegsveteran. Die Jenny ist immer noch Schreibangestellte. Ja, hat die noch was zum Schreiben, ha? Weiterschreiben. Und zwar an der Hollenberg-Weidler-Affäre. Ein Psychothriller. Lesen, nicht lesen. Du zocken. Jetzt muss ich zugeben, schaut die Küche ziemlich edel aus, aber unser Esszimmer schaut ziemlich schäbig aus. Oder? Das finde ich gar nicht mehr so schön. Vielleicht brauche ich bloß auch noch das Licht. Trainiert immer noch, he? Hör mir auf. Sonst haut sie um. Oh Gott, schön. Er hat Hunger und brunzen muss er. Und Schlaf hat auch mal nötig. Und in einer Stunde kommt der Schulbus. Zum ersten Mal für den Hubertus. Sag mal. Du Krawallmacher, schön. Oh Gott, schön. Der Hubertus hat Flöhe. Der verseicht. Geht ja gut los. Ach so, schön. Gott, die Katzen flüchten schon. Was ist denn das? Ist das ein Hirsch oder ein Esel?
Die Gretel hat so immer einen Hirsch gesehen. Geil. Hab ich auch gesehen. Und der Schaman nimmt sich sein Gehalt. 1200. Das ist ja gar nicht weg, gell? Diese faule Sau. Den nehme ich noch mit. Also später. Robertus, schwing deine Nussschaße. Es ist an der Zeit, gell? Der Ernst des Lebens. Kommt der wieder. Lane Clemenson. Postbote aus Schweden. Und sie geht mit dem Nachtthema da sie. Aufräumen. Da liegt der Müll. Und die Karl ist scheinbar fertig. Mit der Hollenberg-Weidler-Affäre. Ein spannender Krimi. Mit 457 Seiten. Geil. Ja, warte mal, Carla. Du kannst doch mal. Die Rechnung nicht mehr. Nein, kann ich nicht mehr. Du kannst die Rechnung zahlen. Ja gut, die Carla ist fertig, eh, mit Schreiben. Was machen wir mit dir? Ich würde sagen, die hat sich was verdient. Gehen wir da um. Und zwar, Moment, wo war Wellness? Krankenhaus. Wellness Center, Oase. Sie kriegt jetzt eine Körperbehandlung. Salzeinreibung. Das braucht ihr. Her damit. Nugel Chertog Narsa. Was meckert denn er? Du kannst mal zum Braddock fahren. Hirsch beobachten. Ja, bloß auf. Die Jenny, sag mal. Konnte du mal duschen? Ja, besäuft oder was? Frustsaufen. Der hält das bei den Bayern nicht aus. Und ich bleibe mal am Mikey dran. Der ist gerade unterwegs. Und zwar mit dem Taxi. Weil. Wo ist denn unser Auto? Was? Nicht da, schön. Das ist ihr eigenes. Die Carla hat schön gestohlen. Geht der Toi. Weg das. Was mache ich? Der Schwimmbad. Extrem nackt baden. Ja, sag einmal. Du sollst doch den kontaktieren. Sarge. Ey, aber das wäre nicht. Hast du? Die Pummel andersrum. Bleib näher. Na später. Der Jared Frio. Was für ein Spinner. Mitten auf der Straße. Durchsuche die Post und den Müll beim Haus von Cornelia Grusel. Ja, und wo wohnt die? Reitzentrum besuchen. Warum? Ich wollte doch. Zur Frau Grusel.
Ach, da wohnt die. Wow, schön. Denen geht's ja relativ gut, ha? Die geht so schlecht, dass er Müll durchsuchen muss. Schau dir die Hütte noch. Und der Hubertus tut jetzt mal rumgammeln. Hey, sowieso geistesabwesend, gell? Das ist scheißegal. Hol die Kala. Sie fährt jetzt heim. Fährst du nicht? Du gehst jetzt, pass auf, in den Park. Boah, sind's keine Länder. Das geht schon. Cornelia Grusel, laufen die rum. Gruselig. Wow, schau mal hier. Das ist geil, oder? Uschka. Ja, sag mal, Mikey, wo rennst du durch? Mit Spiegel spielen. Das sollst du nicht. Wo ist denn die Mülltonne? Der Maike hat bloß Flausen im Kopf, gell? Ja, wohnt die da Lurz? Wahrscheinlich nicht, oder? Was Zeugen berichten, Karl hätte ja Gegenstände zerstört. Ja, meine eigenen. Oh, schön. Er sucht schon. Und die Karla ist am Goldfische fangen. Respekt. Christopher Steele. Oh, wo sind das schon? Karla, geh mal her. Der Christopher Steele, ha? Ist das der Superman? Ja gut, schaut nicht so aus. Aber, kann man mal begrüßen. Mal schauen, was er sagt.